Was steckt hinter Total Equality, dem Prädikat für Chancengleichheit in Wirtschaft und Wissenschaft? Wir haben nachgefragt. Was begeistert Sie gerade an Total Equality? Ich freue mich, dass wir auf diese Weise in dem Zusammenspiel von Wirtschaft und Wissenschaft Vergleichbarkeit herstellen können, dass wir sehen können, dass es ähnliche Ziele gibt, für die wir gemeinsam agieren und dass wir auch vielleicht sehen können, wo es die Schwierigkeiten gibt, denen wir ausgesetzt sind. Also Schwierigkeiten beispielsweise bei den Anreizsystemen oder auch Schwierigkeiten bei den unterschiedlichen Stufen der Karrieren. Hat das Prädikat in Ihrer Organisation was verändert? Das Prädikat ist ein Anreiz und ein Impuls, mehr zu tun. Ich denke, dass es große Bedeutung hat für alle Bereiche, in denen zum Beispiel auf der Ebene der Verwaltung oder auf der Ebene der Fachbereiche darum geht, wirklich den Anteil der Frauen zu erhöhen. Wenn wir beispielsweise betrachten, dass wir in Fächern, in denen früher eigentlich reine Männerdomänen gegeben waren, mittlerweile bei den Promovendinnen 50% Frauen haben, wie Wirtschaftswissenschaften etwa, dann sehen wir, dass wir schon viel erreicht haben. Also gerade da, wo es um die Nachwuchsförderung geht. Aber das muss eben auch in den einzelnen Etagen, entsprechend bei den Professuren ganz oben am Ende der Karrierewege umgesetzt werden.